Hallo und herzlich willkommen hier im Cine Science Kanal zum Business Talk. Heute haben wir den Carsten zu Gast. Hallo Carsten. Hallo Gunnar, danke für die Einladung. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über Touch-Displays Richtig. und ich denke, es lohnt sich dran zu bleiben. Carsten, du bist von ViewSonic. ViewSonic ist ein großer Hersteller oder wo kommt ViewSonic her? ViewSonic ist ein US-amerikanischer Hersteller. Wir kommen ursprünglich aus dem Thema Monitore, Desktop-Monitore, was wir heute auch noch sehr erfolgreich machen. Und haben uns neben dem Thema Projektoren, was wir auch schon seit gut 20 Jahren machen, seit geraumer Zeit mit dem Thema interaktive Displays beschäftigt und fertigen und verkaufen sie. Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten. Sehr gerne. Warum interaktive Displays? Was haben wir da für Vorteile im Businessbereich? Wenn man sich heute klassische Meetingräume anschaut, Gunnar, ist es ja so, dass ganz häufig Projektoren dort stehen. Das heißt, diese Produkte werden dafür verwandt, dass ich von PCs, von Notebooks Bilder an die Wand werfe, um ein Meeting, eine Besprechung interessanter zu machen oder Sachen zu verdeutlichen. Wir sind aber heute alle gewohnt, ja mittlerweile auf den Displays der Smartphones oder Tablets herumzuarbeiten, nutzen dort so ziemlich die einfachste menschliche Schnittstelle, den Finger. Und genau das ist unser Thema, dass wir sagen, die Besprechungs- oder Meetingkultur heute ist eine bisschen andere. Sie ist wesentlich interaktiver. Das heißt, wir bieten mit den Displays die Möglichkeit, heute auf den Inhalten, die gezeigt werden, auch direkt interaktiv zu arbeiten oder PCs zu steuern. Das heißt, ich habe einen viel höheren Wert einer Besprechung oder eines Meetings, um diese Sachen einfach deutlicher darzustellen. Also mit Wert meinst du dann, die Aufmerksamkeit des Publikums bleibt konstant erhalten. Das ist nicht dieser typische Verlauf, Präsentation fängt an, Aufmerksamkeitskurve geht runter, sondern dadurch, dass ich interaktiv arbeite und vielleicht auch die Präsentation nicht zu 100% vorbereite, sondern in der Präsentation arbeite, dass ich dadurch den Wert von der Präsentation, der Vorführung erhöhe. Das fängt ja schon mal einmal damit an, dass ich ja, wenn ich einen Besprechungstisch mir vorstelle und ich habe dort einen Projektor stehen, derjenige, der die Präsentation hält, der hat ja sein Notebook in der Regel auf dem Tisch stehen, damit ich eine Kabelverbindung zum Projektor habe. Da gibt es so diesen ganz klassischen Tenniseffekt, dass zwischen dem Inhalt, den ich zeige einer Präsentation und dem Vortragenden, das Publikum immer den Kopf hin und her dreht. Also dieser klassische Tenniseffekt. Mit der Interaktivität sind wir heute in der Lage, tatsächlich das Notebook entweder per Kabel oder auch kabellos mit dem Display zu verbinden. Und der Vortragende steht direkt am Display und kann mit Fingerrutschen durch seine Präsentation gehen. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die ich also beim Publikum habe, ist sehr viel höher, weil ich den Vortragenden direkt am Inhalt der Präsentation habe. Und darüber hinaus habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, in einer Präsentation mit bestimmten Tools, die das Display halt hergibt, Sachen zu markieren, zu verdeutlichen oder wenn es zum Beispiel interne Besprechungen sind, Inhalte auch zu verändern. Und das direkt am Display, ohne dass wieder irgendeiner an sein Notebook zurückspringen muss, um die Sachen dort in der Datei zu ändern. Also nicht dieser lineare Verlauf, sondern im Prinzip die Präsentation lebt so ein bisschen. Es entscheidet sich während der Präsentation, wo geht der Weg hin. Exakt. Okay. Genau das ist das Thema. Die Interaktivität, wie funktioniert die denn? Da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Techniken, wie so ein Display hier arbeitet. Exakt. Es gibt also heute am Markt drei unterschiedliche Technologien. Die eine, das ist zum Beispiel das, was wir hier sehen, ist, dass ich eine gehärtete Oberfläche habe und den Touchpunkt über ein Infrarotsystem, was also ein Infrarotnetz über das Display legt und dort, wo ich halt den Touch ausführen möchte, dort dieses Infrarotnetz unterbrochen wird. Das Und ist die eine Technologie. dieses Netz ist jetzt hier wie bei euren Displays von ViewSonic, habe ich jetzt hier in dieser Randleiste, ist diese Infrarot-Kamerasensoren sind da eingebaut dann. Exakt, genau. Und über die X- und Y-Achse wird halt der Touchpunkt definiert und darüber dann noch der Touch ausgeführt. Das ist die eine Technologie. Okay. Die zweite Technologie, und die kennen wir alle von den ganzen Smartphones und von den Tablets, das ist kapazitiv. Das funktioniert über den Hautwiderstand der Bedienung. Da gibt es dann ja auch diese berühmten Tablet-Stifte, die also einen Finger emulieren. Hat den Nachteil, dass es relativ teuer ist, die Geräte von der Oberfläche her nicht ganz so robust und widerstandsfähig sind. Infrarot bietet einfach die Möglichkeit, tatsächlich eine sehr robuste Oberfläche zu haben, zum Beispiel auch, dass ich halt draufklopfen kann. Hier hat er jetzt gerade den Touchpunkt nochmal aufgenommen, aber auch der Oberfläche passiert nichts. Die dritte Technologie, die jetzt so langsam anfängt, an den Markt heranzukommen, das wird auch eine Produktserie sein, die wir jetzt im nächsten Quartal auf den Markt bringen,
ist dann ein sogenannter In-Glas-Infrarot-Touch. Ja. Ist eine Mischung aus Kapazitiv und Infrarot, hat auch eine sehr stabile Oberfläche, aber der Touchpunkt wird über die Oberfläche aufgenommen, ohne den Nachteil der kapazitiven Touch-Technologie zu haben. Jetzt für den Endanwender von der Genauigkeit her, gibt es da große Unterschiede? Wir haben heute bei den Infrarotsystemen technisch bedingt den kleinstmöglichen Punkt 0,4 mm. Ja. 4 mm, müssen wir rausschneiden, 4 mm Touchpunkt. Bei dem In-Glas-Infrarot gehen wir runter bis auf 1,5 mm. Kapazitiv, je nach Hersteller des Produktes, auch zwischen 4 und 6 mm. Da ist die Genauigkeit nicht ganz so gut. Reicht aber wahrscheinlich alles aus, um in der Excel-Tabelle eine Zeile oder irgendwas zu markieren? Oder wie muss man sich das vorstellen? Generell reicht es aus, Gunnar, da hast du vollkommen recht. Wobei man da ein bisschen aufpassen muss, es gibt ja nur noch unterschiedliche Auflösungen in den Systemen. Mhm. Das kennen wir alle von den Fernsehern. Da war ganz zeitlang war das Thema Full HD sehr interessant. Mittlerweile in der Unterhaltungselektronik wird ganz viel auf 4K UHD Auflösung gegangen. Und je höher ich eine Auflösung am Display habe, desto brillanter ist natürlich zum einen das Bild. Ja. Aber wenn ich so eine Excel-Tabelle als Beispiel nehme, umso kleiner wird natürlich auch die einzelne Zelle. Und umso genauer muss dann natürlich auch die Touch-Technologie arbeiten. Und die Systeme unterscheiden sich auch bei der Anzahl der Touchpunkte. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass das System nur auf einen Finger reagiert oder vielleicht auf zwei, drei oder was ist heutzutage möglich? Es gibt auch hier aktuell gerade unterschiedliche Generationen, gerade beim Infrarot-Touch. Günstige Systeme arbeiten mit vorläufigen oder vorangegangener Technologie, wo das Display bis zu 10 gleichzeitige Touchpunkte erkennen kann. Ja. Wir arbeiten hier grundsätzlich mit der neuesten Touch-Generation, das sind 20 Punkte. Heißt, 20 Punkte können gleichzeitig erkannt werden. Da kann man auch so ein bisschen die Qualität der Geräte unterscheiden. Zum einen A in der Anzahl der Touchpunkte und zum anderen auch in der sogenannten Latenz, also in der Geschwindigkeit, wie ich zum Beispiel Linien ziehe, wie groß ist der Unterschied zwischen meinem Touchpunkt, den ich physikalisch auf dem Display ausführe, und wann kommt die gemalte Linie. Ja, also das ein Nachzieheffekt richtig, ist, wie man das... Die sogenannte Latenz, der Nachzieheffekt. Ja. Da sollte der Anwender also schon mal das eine oder andere Gerät definitiv ausprobieren, sollte sich Geräte anschauen und sollte diese Tests einfach machen, weil darüber definiert sich ganz klar auch die Qualität eines Gerätes. Diese 20 Touchpunkte sind aber auch abhängig von der Software, die verwendet wird. Ja. Definitiv, ganz klar. Es geht ja hier um die physikalische Möglichkeit des Displays. Mhm. Wie viele Touchpunkte dann effektiv aufgegriffen werden, kommt dann auf die Software drauf an, die ich verwende. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, aber das wiederum liegt dann halt an der Software. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir so ein Touch-Display oder auch allgemein einfach nur ein Display, ihr habt ja auch normale Displays im Portfolio, in den Konferenzraum setzen möchte, da wird wahrscheinlich der normale Anwender erstmal sagen, ja, welche Größe brauche ich denn oder was gibt es überhaupt für Größen? Was ist da sinnvoll? Genau dem tragen wir Rechnung. Wir bieten also unsere Displays in vier unterschiedlichen Größen heute an. Mhm. 55 Zoll Diagonale, 65 Zoll. Dieses hier ist ein 75 Zoll und das größte derzeit 86 Zoll. Alle immer in der 4K-Auflösung, dass wir dem Anwender also hier nicht noch die Wahl überlassen müssen, welche Auflösung brauche ich für meine Anwendung, für meinen Besprechungsraum. Es gibt so einen groben Richtwert, dass man sagt, der Letzte, der in dem Meeting sitzt, also die größte Entfernung, mit dem Sitzabstand, sollte ungefähr 3,5 Mal der Bildschirmdiagonalen sein. Diagonale, jetzt nicht die Breite. Diagonale. Das ist so ein bisschen aus dem Heimkinobereich und aus dem Fernsehbereich abgeleitet. Mhm. Da sind aber die Anwender individuell sehr unterschiedlich. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Generell ist es so, dass dadurch, dass wir halt eine 4K-Auflösung in den Displays haben, jederzeit die Möglichkeit haben, auch wenn Leute bei einem kleinen oder auch bei einem großen Display sehr dicht davor stehen, sie die Auflösungspunkte, das heißt also dieses Raster, nicht wirklich sehen können. Das ist also mit der Grund, warum wir also auch mit 4K-Displays arbeiten. Wenn ich jetzt meinen Inhalt auf dem Display zeigen möchte, Carsten, welche Möglichkeiten habe ich da? Kabel oder? Also es gibt zum einen die ganz klassische Möglichkeit, das Display per Kabel mit dem Notebook zum Beispiel zu verbinden. Ja. Hier gibt es den Weg, dass ich zum einen ein Displayport oder HDMI-Kabel benutze, um Bild und Ton zu übertragen, parallel dazu ein USB-Kabel an das System anschließe. Dann kann ich das Notebook beiseite legen und kann auf der Bildschirmoberfläche mein Notebook halt steuern. Das heißt, ich brauche ja immer einmal das Bild muss übertragen werden und die Interaktivität, die Touch-Funktionalität, die läuft über USB. Exakt.
Die zweite Möglichkeit ist, das Ganze kabellos zu machen. Der Fachbegriff hierfür heißt Casten, Bildschirminhalte kabellos auf das Display schicken. Für Mobile Devices wie Apple iPhones oder Android-Telefone, Smartphones bieten wir die Möglichkeit, das Ganze per iOS, AirPlay oder bei den Android-Systemen per Miracast zu machen. Das heißt, ich schicke kabellos meinen Bildschirminhalt von meinem Smart Device auf das Display. Wir gehen hier noch einen Schritt weiter und bieten also auch diese gleiche Möglichkeit der drahtlosen Bildschirmübertragung auch für Windows und für macOS-Systeme an. Ja. Weil nicht jeder hat immer seine Business-Anwendung auch immer auf seinem Smartphone, auch wenn das mehr und mehr der Fall ist, aber heute sind wir noch nicht so weit. Wir bieten hier die Möglichkeit tatsächlich eine kabellose Anbindung eines zum Beispiel Windows-Systems an. Mhm. Dafür gibt es von uns ein kostenloses Programm für die Anwender. Das wird auf das Windows-Notebook installiert. Und ich starte dieses Programm, das Display, was in der Nähe ist, wird angezeigt. Ich schicke meinen Bildschirminhalt hin, nachdem ich die beiden Geräte verbunden habe. Die Besonderheit in unserer Lösung liegt noch darin, dass ich tatsächlich mein Notebook beiseite legen kann, denn über diese Verbindung habe ich die Möglichkeit, vom Display aus mein Notebook kabellos zu steuern. Das heißt, ich mache Bewegungen auf dem Display und eine Reaktion erfolgt dann auf dem Laptop, oder wie kann ich das vorstellen? Das simuliert kabellos eigentlich eine Kabelanbindung, die wir ja eben besprochen haben. Mhm. Das funktioniert bei uns auch kabellos. Und das nennt sich dann Touchback? Das ist dann dieses Touchfeedback, exakt. Touchfeedback heißt das? Genau. Okay. Richtig. Bildschirminhalte darstellen, da gibt es viele Wettbewerber, die das halt kabellos anbieten. Wir sind halt, wie gesagt, einen Schritt weiter gegangen, bieten dieses Touchfeedback für Windows- und Mac-Systeme an und sind damit so ein bisschen outstanding im Markt. Es ist halt wesentlich komfortabler von der Bedienung her. Und jetzt auch mal ganz kritisch gefragt, eine Videoübertragung, ist das auch schon zu empfehlen oder würdest du da noch sagen, da würdest du vielleicht dann doch die HDMI-Kabel wahrscheinlich bevorzugen, oder? Also wenn es um hochkomplexe Anwendungen geht, zum Beispiel CAD-Anwendungen für Architekten oder Konstrukteure oder auch um Videos, würde ich tatsächlich heute von einer WLAN-Verbindung abraten. WLAN ist immer noch ein Flaschenhals. Das heißt, ich habe eine sehr große Datei, die über einen relativ schmalen Bandbreitenkanal kabellos dargestellt werden muss. Bei diesen Anwendungen würde ich tatsächlich immer noch die Kabelanwendung empfehlen. Ja, das war's schon. Vielen Dank für deinen Besuch, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch das Display hier in Köln auch mal anschauen. Das ist jetzt in der Ausstellung. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch dann wieder beim nächsten Business Talk begrüßen dürfte. Bis dann. Tschö. Tschüss.